Buonasera a tutti. Die türkischstämmige Politikerin Aydan Özgür von dieser Partei, wie die gleich wieder heißen. Irgendwas mit SPD, genau. Von denen hat diese Özgür gemeint, es gäbe keine spezifisch deutsche Kultur. Habe ich darüber nachgedacht? Kann man so sehen. Ein paar Weihnachtslieder, die zwar auf der ganzen Welt gesungen werden, aber gut, Märchen. Ohne Gebrüder Grimm gäbe es gar kein Disney. Aber es ist ja Larifari. Denn wer liest denn noch einen Goethe oder einen Schiller? Und wer hört sich denn noch einen Bach an oder einen Beethoven? Noch keine alte Sau, das ist noch völlig überschätzt. Und da sage ich nur Ali Ufki. Was? Den kennen Sie nicht? Was? Sie kennen Ali Ufki nicht? Das ist ein türkischer Komponist. Der hat auf YouTube über 100 Klicks. Ha. Aber da muss ich sagen, wir Deutschen, da lassen wir uns schon was sagen. Also da sind wir einsichtig und da kann man schon mit uns reden, wenn uns sowas anders sagt. Ganz anders die Italiener hier. Also da, wenn einer sagen, der das gäbe keine italienische Kultur, da hätte dann auch aufsteigen. Sag mal, was bilden sich diese elenden Gnocchi-Scheißer eigentlich ein? Hä? Auf ihren Michelangelo, Raphael, Botticelli, Leonardo, Masaccio, Donatello, Tintoricchio, della Francesca, Masaccio, Brunelleschi. Das sind doch alle Schmierfinken. Und dieser Caravaggio, dieser nekrophile Einfaltspinsel. Alle schwarz, Menschenskind. Haben doch die Türken viel schöner gemalt, ne? Alles schön bunt und schön farbig. Ne? Und dann der Verdi mit seinem Operngeschrei da. Also das habe ich noch nie verstanden. Was soll das? Also entweder ich spiele Theater oder ich singe ein Lied. Aber doch nicht beides gleichzeitig. Also ich sage zum Beispiel, ja, heute ist das Wetter schön. Sag ich. Aber ich sing das doch nicht. Ich sing doch nicht, heute ist das Wetter schön. Und ich singe es dann stundenlang. Wahnsinn. Einfach gequirlte Scheiße. Ja, es hat sich ja auch letztendlich nicht durchgesetzt. Deshalb sage ich nochmal, Ali Ufki. Über 100 Klicks.